Hallo, liebe Zuschauer. Ich berichte heute von einem Prozess hier im Amtsgericht Tiergarten. Wir haben heute den 3. März und der Olli war auch besser bekannt als James Blunt, ist hier heute angeklagt. Hallo Olli, sag uns mal, warum du angeklagt bist. Ja, also ich bin heute angeklagt wegen tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Das ist der Vorwurf. Da gab es einen Strafbefehl, gegen den ich Einspruch erhoben habe. Und dieser Strafbefehl besagt, dass ich 150 Tagessätze 30 Euro bezahlen muss. Ah, okay. Ja. Was genau ist da passiert? Also ich habe beobachtet, wie ein Polizeibeamter einen Würgegriff angewendet hat. Lag auf jemandem drauf, bin dann ganz kurz an ihn rangetreten, habe ganz kurz meine Hände an seinen Helm, um mich bemerkbar zu machen, und ihm gesagt, irgendwo, dass er da loslassen soll. Und dann hat er losgelassen und mir wird vorgeworfen, also ursprünglich wurde mir vorgeworfen, eine Gefangenenbefreiung gemacht zu haben. Das habe ich aber definitiv nicht. Ich habe auch niemanden angegriffen. Und ich habe nur eine Nothilfe geleistet für jemanden, der gerade in Lebensgefahr war. Du bist ja da qualifiziert, sowas beurteilen zu können. Ja. Erzähl noch mal den Zuschauern, was du da für eine Ausbildung gemacht hast und was du früher mal gemacht hast. Also, ich bin Sandan, das ist der dritte dann im Judo. Und ich habe damals, das war in den 80er Jahren noch, von 1985 bis 1989 Polizeibeamte im Polizeisportverein Wuppertal ausgebildet. Und weiß insofern, wann man eine Nothilfe leisten muss. Der hat definitiv gerade einen Würgegriff angewendet. Und insofern habe ich nur Nothilfe geleistet. Ja. Jo. Dann danke ich dir und warten wir mal ab, was da heute bei rauskommt. Und wir werden dann nachher, denke ich, noch ein weiteres Interview machen. Können wir machen, gerne. Danke dir, Olli. Ja. Oliver. Ja, die Verhandlung ist hinter uns. Ne? Jetzt habe ich erstmal 60 Tagessätze à 15 Euro, also 900 Euro Geldstrafe dafür bekommen, wegen einer angeblichen Gefangenenbefreiung. Und der Richter wollte eigentlich die ganze Sache schon einstellen, beziehungsweise mir einen Freispruch geben. Meinte, es läuft ja auf einen Freispruch hinaus. Bis dann der Herr Reichelt kam, der Jörg Reichelt, das ist von irgendeinem Journalistenverband, der Vorsitzende, keine Ahnung. Auf jeden Fall brauchen wir natürlich auch für die Zukunft Leute, die den Kopf hinhalten. Er hat sich schon mit seiner Sache schon richtig in die Nesseln gesetzt selber. Also ich soll also etwas gesagt haben, was wir das genannt. Ich soll vorher zu der Gefangenenbefreiung aufgerufen haben. Es gibt kein einziges Video darüber, wo dieser Spruch von mir belegt wird. Und trotzdem bin ich jetzt deswegen verurteilt worden. Irgendwo. Das ist also schon sehr, sehr bedenklich. Also der Richter selber meinte, die Gewalteinwendung wäre von mir nicht ersichtlich gewesen. Aber nur aufgrund dieser Aussage von dem Herrn Reichelt bin ich jetzt verurteilt worden. Das hat den Richter jetzt dazu bewegt, ein Urteil über mich zu fällen. Also aufgrund einer Aussage gegen Aussage bin ich jetzt verurteilt worden. Ist nicht zum ersten Mal passiert, das hatte ich schon ein paar Mal, weil politische Leute, die halt nicht wirklich gewollt sind, die muss man irgendwie runterkriegen. Und das ist bei mir halt immer der Fall. Insofern, ich mache das auch immer lieber ohne Anwalt, dann weiß ich, was ich selber sage. Ja, in der Tat. Nachdem man da die beiden Polizeibeamten gehört hatte, unter anderem dem angeblich Geschädigten, der sagte ja dann irgendwie, du hättest zu ihm irgendwie gesagt, hör auf oder lass los, sonst der Kopf ab. Und dann haben sie sich ja das Video nochmal mit dir zusammen angeguckt und da war nichts dergleichen zu hören. Dann hörte ich ja schon den Richter zum Staatsanwalt sagen, wollen wir das Ding einstellen. Ja. Aber dann war ja eben noch, wurde ja noch der Jörg Reichel geholt, der dann plötzlich doch da war. Er war ja erst nur nicht da. Und das hat dann quasi eine totale Wende gegeben. Leider wurde jetzt nicht darauf hingewiesen, man könnte ja die Videos, die man da hätte sich anschauen können, um da festzustellen, ob da wirklich so eine Aussage getroffen wurde, also ein Aufruf getroffen wurde, befreit ihn, und ob das überhaupt von dir getätigt wurde. Das hätte man ja eigentlich machen müssen, wenn man sorgfältig gewesen wäre jetzt vom Gericht aus. Ja, deswegen werde ich in Berufung gehen, das ist jetzt das Nächste. Also ich werde auf jeden Fall dieses Urteil nicht akzeptieren, weil ja, ich habe auf den Freispruch plädiert und darauf stehe ich auch immer noch, weil ich habe höchstens Nothilfe geleistet. Also der Richter meinte, ich mag sein, dass er den Arm um den Kopf gelegt hat, aber aufgrund der Zeit irgendwo wäre es noch nicht so wirklich akut gewesen. Gut, da kann man sich drüber streiten. Bei der Polizei lernt man eigentlich Hebelgriffe anzuwenden und keine Würgegriffe anzuwenden, damit sowas nicht passiert. Und das hat der Polizeibeamte nicht gemacht und insofern sehe ich das immer noch genauso. Ne? Also der Richter meinte ja selber, wäre keine Gewalteinwirkung gewesen zu sehen, also in dem Video. Und insofern
Ja, was soll ich sagen? Und Gefangenenbefreiung wird nicht so hoch bestraft wie Angriff auf einen Überzugsbeamten. Das hat er auch gesagt, genau. Das hat er auch noch gesagt, deswegen wurde das eben in der Geldstrafe geahndet, weil du ja auch bisher nicht vorbestraft warst. Also dein Führungszeugnis ist sauber. Ja, ja, noch. Also das ist der Ordner, der noch kommt. Das sind die ganzen Sachen, die alle noch, wo es überall noch Verfahren zu geben wird oder zu vielen Sachen dazu. Ne? Also ein Strafbefehl nach dem anderen kommt jetzt hier gerade an und Erzwingungshaft und was weiß ich nicht was alles wegen Maske. Ich habe jetzt schon Anordnung von Erzwingungshaft, wo ich am 3. September 2020 habe ich am Brandenburger Tor keine Maske getragen, habe ich eine Geldstrafe von 250 € für gekriegt und das ist inzwischen schon bis zur Anordnung der Erzwingungshaft. 10 Tage Erzwingungshaft muss ich dafür, ist dafür veranschlagt und da sind noch jede Menge andere Sachen. Okay. Ich danke dir dann. Okay. Ja, bitte.